Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Legends Epic Ride Game. Leute, ich bin Level 13. Ich bin ein paar Rennen gegangen und da bin ich dann automatisch Level 13 geworden. Ich glaube, ich habe ein paar Gems dazu bekommen, Leute. Außerdem habe ich hier eine Mission abgeschlossen. Build a Food Mill und Prepare a Plain Wheat Bag. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, sogar noch gemeinsam gemacht. Wir haben es dann tatsächlich abgeschlossen im Off, Leute. Das heißt, wir bekommen nochmal 15 Ruf und ich glaube irgendwie nur ganz, ganz wenig Coins, Leute. Wir haben aber jetzt fast 2000 Coins, was mega, mega nice ist. Dann send your horses to two training sessions. Eine haben wir schon abgeschlossen. Die zweite müssen wir noch machen. Aber Leute, bevor wir das machen, brauchen wir erst ein neues Pferd. Ich hatte mich gestern eingeloggt, Leute, und dann habe ich dieses Pferd gesehen. Special Offer, ein Black Forest Horse mit einem kompletten Outfit extra für das Pferd abgestimmt. Ihr wisst, es ist richtig problematisch mit mir und Ausrüstung und Pferden und ihr habt mir so unfassbar oft in die Kommentare geschrieben, wie absolut katastrophal schwierig es ist, ein Stufe 3 Pferd zu bekommen. Und deshalb habe ich beschlossen, dass ich mir dieses Pferd kaufen möchte. Nicht wirklich hundertprozentig fürs Pferd, Leute, denn wir können ja noch Trailer aufmachen, aber für das Outfit. Zusätzlich bekommen wir noch 50 Gems, 50 Energie, 5 Schrauben oder ich habe keine Ahnung, Leute, es könnten auch Nägel sein. 2 Holz und 2 Stein, Leute. Das ist so krass, denn wir können damit so unfassbar viel anfangen. Das Ganze für 2,79 €, das finde ich echt ein richtig guter Deal. Deswegen, Leute, holen wir uns es jetzt. Und dann ist es soweit, Leute. Meine Geschenke sind da. 50 Gems. 50 Energie, jetzt haben wir 155 Energie, Leute, bei uns läuft's richtig. 5 Schlüssel, Nägel, 2 Holz und 2-mal Stein. Ich bin vollkommen hysterisch. Außerdem haben wir ein neues Pferd bekommen und ich glaube, dass wir keinen Platz für dieses Pferd haben, ehrlich gesagt. Aber egal, Leute. Und dann haben wir natürlich noch das Set bekommen. Richtig, richtig cool, Leute. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo unser Pferd ist. Unser Pferd ist da nämlich gerade nicht. Wow. Da ist er. Er heißt Knight Manolia. Er ist so schick. Ich nehme alles zurück. Ich habe das auf jeden Fall fürs Pferd gemacht, Leute. Ich habe die 2,79 € nur für dieses Pferd ausgegeben, weil seht ihr bitte das Pferd, wie wunderschön er ist? Oh mein Gott, Leute. Und letztendlich möchte ich natürlich auch ein bisschen den Entwickler supporten, denn ich habe ja Gems geschenkt bekommen und eben die Ads wurden mir ja removed, also die Werbung. Ich habe keine Werbung mehr im Spiel und da kann man definitiv schon mal 2,80 € ausgeben für so ein schönes Pferd, Leute. Oh mein Gott. Ich hätte gesagt, wir bauen einen neuen Stall für Manolia. Und ich hätte gesagt, wir haben genug. Wobei ich mir jetzt halt auch überlege, ob wir nicht irgendwas upgraden sollten. Ehrlich gesagt. Weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt eine mega krass gute Idee ist. Oh, da ist das Pferd. Es wartet auf uns, Leute. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob das halt so eine mega krass gute Idee ist, dass wir jetzt ein neues Plätzchen hier kaufen und letztendlich dann nicht upgraden können. Wir müssen mal ganz kurz gucken, was das kostet. Guckt mal, Upgrade dauert 15 Minuten und dann hätten wir extra Felder und Karotten. Jetzt Moment, wir gehen mal ganz kurz nochmal ins Greenhouse. Guckt mal, dann könnten wir Karotten holen. Das ist halt schon gut und das müssten wir tatsächlich eigentlich auch machen, Leute. Dann hätte ich gesagt, gucken wir jetzt erstmal, dass wir das Upgrade vom Greenhouse machen und schauen, ja jetzt seht ihr, weil jetzt fehlt uns nämlich wieder ein Stein. Wie bekomme ich denn diesen Stein, Leute? Ich habe absolut keine Ahnung. Somit bleibt uns eigentlich nur übrig, dass wir ein Pferd verkaufen. Ich hätte gesagt, wir könnten sie hier verkaufen, oder? Aber sie ist ein Rare, ne? Nee, dann, ich hätte gesagt, dann verkaufen wir vielleicht Blaze. Wen wollen wir denn verkaufen? Ja, wir verkaufen Blaze, Leute. Ja, das machen wir. Und jetzt haben wir Platz für Knight Manolia. Sie ist wunderschön. Wir moven sie natürlich
zum Stall und wir haben sie, Leute. Wir haben sie und ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt gerade im Trailer bin, aber wir gehen natürlich sofort rein zu unserer kleinen Maus und es war auf jeden Fall eine richtig gute Entscheidung, dass wir jetzt bald Karotten herstellen können, Leute, denn wir brauchen für ihr Training definitiv Karotten. Ich hätte gesagt, wir trainieren sie auf jeden Fall jetzt mal auf Stufe 1, denn das ist ja einer unserer Missionen und dann gucken wir gleich, können wir das jetzt sofort machen, dass wir ihr die Ausrüstung anlegen? Wir gucken mal. Ja, das glaube ich geht jetzt sofort. Guckt mal, jetzt hat sie hat jetzt gerade im Moment die normale Ausrüstung an und seht ihr, wie schön Manolia ist? Vergesst mir nicht in die Kommentare zu schreiben, wie ihr Manolia findet. Leute, für 2,80 Euro ist es definitiv krass, wenn man sich überlegt, was Pferde in einem anderen Spiel kosten oder gefühlt in allen anderen Spielen, Leute. Sie ist so knuffig. Wir legen ihr natürlich ihr eigenes Zaum an. Ihr eigenes Zaum ist auch gut. Ihren eigenen Zaum an. Wow. Ist sie nicht einfach bildschön? Als ob, Leute. Oh mein Gott, ich bin so begeistert. Dann ist die kleine Maus fast fertig und die letzten paar Sekunden kann man tatsächlich mittlerweile immer überspringen, was ich mega, mega cool finde. Ihr seht gerade, für Level 2 müssen wir neue Sachen anbauen und von daher ist es richtig gut, dass unser Greenhouse jetzt dann demnächst auch Karotten herstellen kann, Leute. Sie hat noch nicht so gute Werte wie unsere Ellie, denn Ellie ist ein Rare-Pferd, also quasi das Beste Pferd, das es quasi gibt in ihrer Stufe, Leute. Sie ist Stufe 2. Davon, in der Stufe 2, glaube ich, ist es insgesamt vom Level her nur maximal Level 7 möglich. Bei Stufe 3, seht ihr, ist sogar Level 10 möglich. Ich habe keine Ahnung, wie es mit Rare und Special Pferden bei Stufe 3 aussieht. Die kleine Maus hier, Manolia, ist ja ein Common Pferd. Aber ich hätte gesagt, auf Stufe 10 sollten wir definitiv alle Turniere mit ihr gemeinsam gehen können. Bis dahin müssen wir jetzt mal gucken, ob wir mit Ellie ein bisschen weiterkommen, denn ihr seht, wie gesagt, ich muss noch ein bisschen Sachen farmen, ne? Hier, dass wir sie weiter trainieren können. Bevor wir aber noch ein paar Turniere gehen, müssen wir gefühlt 100 Sachen abholen. Oh mein Gott, Leute, wir haben Own 2 Tier 2 Horses. Oh mein Gott, Have a Level 2 Silo. Win Tuscan Trials Competition 3 bis 4 und train one of your horses. Okay, das ist neu. Das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Was ist das? Daily Missionen. Send truck to town 4 times. Truck. Wo ist der Truck? Water fields 8 times. Okay, wo ist denn der Truck? Hier! Den müssen wir... Allows you to send truck for supplies. Wie cool ist das denn? Wusstet ihr, dass es existiert? Dauert 15 Minuten, dann haben wir ein Auto. Als ob, Leute, was man hier alles rausfindet. Wusstet ihr, dass hier unten ein Auto ist, das man reparieren kann? Und dann kann man damit Sachen bekommen? Allah, das ist ja richtig cool. Dann gehen wir aber rein in die Kampagne. Und ich glaube, bei Yoming, erstes Rennen am Start. Wir probieren es tatsächlich einfach mal aus. Und warum kann ich mit ihr das nicht gehen? Was da los? Requirements 3. Ihr hattet recht, Leute. Ihr hattet definitiv recht. Ich kann Wyoming mit Ellie gar nicht gehen, weil ich ein Level 3 Pferd dafür brauche. Als ob, Leute. Und wir brauchen dieses Ding da unten mit 120. Leute, YOLO, unser Leben. Wir gehen's trotzdem. Okay. Das schaffen wir. Also vielleicht nicht, Leute. Es könnte... Hallo! Oh mein Gott, wir sehen so gut aus zusammen. Wir passen perfekt zusammen. Schreibt mir in die Kommentare, passen wir perfekt zusammen? Oder passen wir perfekt zusammen? Ich liebe Manolia. Leute, ich liebe Manolia so sehr. Ich finde überhaupt gar keine Worte. Oh Gott! Das war aber nicht schlecht. Möchte ich kurz erwähnen. Hallo, es war nicht schlecht. Yeah. Es war richtig schlecht. Um Gottes Willen. Ja. Oh Gott, das schaffen wir niemals. Niemals. Oh Gott, das haben wir doch geschafft. Oh, es war viel. Oh Gott, war das schlecht. Eieiei. Perfect Run. Ja, nee. Wirklich nicht, aber es macht nichts, Leute. Es war wirklich kein Perfect Run. Aber wir haben trotzdem gewonnen mit einer 176.
Als ob, Leute, und guck mal! Manolia grinst und freut sich ihres Lebens, ihr erstes Rennen, und dann hat sie gleich gewonnen. Ich muss ganz klar aber sagen, Leute, am Handy ist es viel, 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 viel schwieriger als wie auf BlueStacks. Da hat man eine sehr weite Range, dadurch, dass man mit der Maus klickt und eben nicht mit dem Finger. Von daher hätte ich das vermutlich am Handy definitiv nicht gewonnen, Leute. Wir kriegen dennoch Geschenke. Ja, ja, bitte aufmachen. 30 Ruf, 105 Coins. Oh, jetzt haben wir Holz bekommen, Leute. Und Nägel. Und 3 Bronzeschlüssel. Nice. Ich hätte gesagt, nachdem das so richtig, richtig gut lief, gehen wir gleich das zweite Rennen, ohne dass wir jetzt weiter trainieren. Denn wir müssen ja immer noch warten, dass unser Greenhouse fertig ist. Und letztendlich, Leute, YOLO. Wenn wir es nicht schaffen, können wir es einfach nochmal machen in der nächsten Folge. Hallo an alle. Hallo! wie wir winken. Manolia hat der Dinge, die da kommen. Da ist sie, die kleine Maus. Ah, ich lieb den Trailer immer, Leute. Ich weiß, dass man den skippen kann, aber warum sollte man das machen wollen? Ich mache das nur immer, wenn ich privat ein paar Rennen gehe und das Rennen einfach schon mal gemacht habe. Da liegt ein Stein, habt ihr das gesehen? Warum liegt da ein Stein? Und warum sind diese Sprünge einfacher wie die Sprünge gerade? Und jetzt klingelt mein Handy. Warum? Lass mich da. Um Gottes Willen, jetzt sind wir da einfach durchgerannt, weil mein Handy hat geklingelt, Leute. Jetzt habe ich eine Stange gerissen, weil mein Handy hat geklingelt. Irgendein Timer ist abgelaufen, Leute. So ein... Ach, Mann. Jetzt gewinnen wir wahrscheinlich deswegen nicht. Wegen meinem Handy. Das war nicht schlecht. Das war echt bis jetzt echt nicht schlecht, bis auf die eine Stange, die wir gerissen haben. Wir haben nur noch 7 Energie gehabt. Oh Gott, Leute. Schaffen wir... Oh Gott, es ist voll knapp. Nein! 3. Platz. Ach, Mann. Weil ich abgelenkt war wegen meinem Handy. Ach, Mann. Und dann... Ach, einmal nicht gesprungen und dann direkt Stangen gerissen. Jetzt kriegen wir nur Trostpreis, Leute. Jetzt kriegen wir nur den Trostpreis. 15 Ruf, 20 Coins. Oh, wir bekommen aber Stein. Und zumindest, Leute, einen Schlüssel. Oh, und sogar einen Silberschlüssel. Nice. Dann habe ich aber gesagt, war es das mit dieser Folge von Horse Legends Epic Ride Game. Im Off werde ich definitiv noch versuchen, Weizen und Karotten anzupflanzen, dass ich sie ein bisschen trainieren kann. Unsere kleine Maus, dass wir nächstes Mal dann das Rennen 3 und 4 gehen. Ich hoffe dann ohne Handy-Fail, Leute. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like und einen Kommentar. Und ich hätte gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!